Dass mit neuen medizinischen Technologien völlig neue Wege auch in der Therapie gegangen und beschritten werden können, das wollen wir im folgenden Interview besprechen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde beim Alpenparlament-Kongress. Ich begrüße ganz herzlich Professor Vollert. Die neue Technologie, das neue Technologiezeitalter, das mit Ihren Arbeiten entwickelt wurde, verbindet sich mit dem Begriff Bionen. Da müssen Sie dem Laien mal erklären, was sich dahinter verbirgt. Und dann kommen wir zu den Auswirkungen. Aber was versteht man erstmal darunter? Also man versteht darunter eine Energieform. Genauso wie Magnetismus, die Einheit sind Magnetonen oder von der Elektrizität sind Elektronen, da macht man das Ohnen dran, aber es ist so, dass eben das keine Körper sind. Man darf das nicht verwechseln mit Körpern. Aber es ist so sinnbildlich, als ob es ein Körper ist. Es ist reine Energie, es ist also kein Stoff. Und diese Bionen deswegen, Bio, da haben sie schon das Leben drin, ist eine Lebensenergie. Und diese Lebensenergie ist die Energie, die uns am Leben hält, die uns das Leben gibt. Sie hat einen ganz bestimmten Bereich. Und da kommen wir noch drauf, welcher Bereich das ist. Aber es ist alles Physik. Und da möchte ich gleich mal voraussagen, es gibt nur eine fundamentale Wissenschaft und das ist Physik. Und in der Physik gibt es nur eine einzige Größe und das ist Energie. So, und diese Energie, die hat etwas ganz Besonderes an sich. Energien sagt man ja in Wellenform und so weiter, nicht? Aber die Wellen sind jetzt Längswellen und keine Querwellen wie bei der Elektrizität, sondern sind Längswellen und sie laufen logarithmisch. Und das ist interessant. Sie laufen logarithmisch und so, dass sie immer durch drei geteilt werden können. Damit kann man von den größten Wellen, die größte Welle geht durch den Weltraum mit 15 Milliarden Lichtjahren, sie steht ja, das sind sie stehende Wellen, nicht? Sie bewegen sich ja nicht, aber auf diesen Wellen bewegt sich die Materie. Sie haben also eine lange Welle von 15 Milliarden Lichtjahren, wenn man das die durchschreiten wollte, und dann darunter immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis, das können wir uns gar nicht ausmalen, so klein ist das. Warum ist das, Sie sprechen das an, warum ist die Teilbarkeit durch drei ein Faktor, der erwähnenswert ist? Also warum ist diese mathematische Besonderheit etwas, auf das Sie jetzt so nebenbei hingewiesen haben, warum ist das so wichtig? Ja, da kommen wir immer wieder drauf. Das ist so, dass wir eine Resonanz haben müssen. Wenn eine Energie schwingt, dann müssen wir diese Schwingung beantworten können. Das heißt, unsere Körper, die Zellen, die Zellorganellen, alle müssen darauf geeicht sein, dass sie mit diesen synchron schwingen. Und dazu gehört natürlich, dass es eine bestimmte Anordnung gibt. Wir denken alle linear, aber die ganze Natur, der ganze Weltraum ist logarithmisch ausgerichtet. Und wir haben dann in diesem ganzen Bereich, wo die Wellen von riesig bis winzig werden, da irgendwo dazwischen, da haben wir Wellen, die unseren Körper also praktisch in Schwingung bringen und die Energie im Körper halten. Es ist ja so, dass etwa zwei Drittel dieser Energie uns am Tage gegeben sind für unser Leben und ein Drittel kriegen wir aus der Nahrung. Also es ist nicht mehr. Nicht? Also wir haben tatsächlich dieses System und auch dieses aus der Nahrung, da kann ich schon mal gleich einen Hinweis machen, die Nahrung muss rein sein, dass diese Wellen auch alle rein sind. Wenn die nämlich nicht dieser logarithmischen Folge folgen, dann ist es ganz klar, dass es dort einen Konflikt gibt und diesen Konflikt nennen wir ganz einfach Krankheit. Also eine Krankheit ist dann ein Ausfluss einer, wenn man so will, Verhaltensstörung oder eines Fehlverhaltens, aber eigentlich nichts, was im klassischen Sinne, ich habe hier eine Krankheit und dann nehme ich ein Medikament, auf die Art und Weise begegnet werden müsste oder könnte.
Es könnte trotzdem, wir kommen jetzt darauf, was das bedeutet mit diesen Schwingungen, was die Medikamentenschwingung bedeutet und so weiter. Mhm. Nehmen wir doch einfach mal an, wir haben einen 100 Kilogramm schweren Mann und der nimmt 0,1 Milligramm eines digitales Präparates und kann damit sein Herz ruhiger stellen, besser stellen. Das heißt also, dieses Präparat, wenn man das umrechnet, da kommt ein Molekül auf 10 Milliarden Moleküle, also 10 Millionen bis 10 Milliarden Moleküle eines Körperteilchens. Mhm. Wenn man sich das mal überlegt, da haben wir winzige Teile irgendwo im Körper, die dann eine Schwingung verursachen. Und nun ist es bei stehenden Wellen, sie müssen stehende Wellen verursachen. Sie verursachen auch stehende Wellen, die nicht passen, weil sie Kunstprodukte sind. Ja, aber diese stehenden Wellen als solche müssen immer dazu passen. Und dann sind die genau, das macht ein Medikament aus, weswegen es für diese Krankheit und jede Krankheit ist, dass es eben genau in diese Schwingung hineinpasst. Und je weniger da in diese Schwingung hineinpasst, ja, desto mehr Nebenwirkungen haben wir. So ist das ganze Prinzip. Also auch diese Medikamente geben stehende Wellen von sich. Ja, besonders dann, wenn sie Naturheilpräparate sind, das ist natürlich sehr viel besser, weil die ja dann schon von der Natur aus so eingerichtet waren. In dem Moment, wo wir Kunstpräparate nehmen, ja, da wird es anders. Da kriegen wir meist auch Querwellen und da kriegen wir lineare Wellen, also nicht logarithmische, sondern linear. Linear heißt 10, 20, 30, 40, 50. Logarithmisch heißt 10, 100, 1000, 10.000. Sie sehen, das gibt eine ganz andere Kurve. Das ist eine Logarithmenkurve. Und die darf nicht die lineare Kurve sein. Dann kommt es zur Inkompatibilität und dann gibt es da die sogenannten Erkrankungen, wir beim Elektrosmog, da kommen wir noch drauf, haben. Sie sprechen von einer resonatorischen Energie aus dem Kosmos. Ja. Was muss man sich darunter vorstellen im Zusammenhang zu dem gerade Gesagten? Das ist das eben, diese resonatorische Energie. Wir haben, nehmen wir mal einfach an, eine Zelle. Eine Zelle hat einen bestimmten Abstand. Ja, und in dieser Zelle gibt es eine bestimmte Schwingung, die in Resonanz immer bleibt. Das heißt, die Zelle hat sich angepasst an dieses kosmische System. Wir nehmen es mal ganz einfach. Sie haben jetzt einen Erwachsenen von 50 Kilo, ja, und der war als Säugling, war er 5 Kilo irgendwann, oder Kleinkind. Ja. Ja, und jetzt ist es die zehnfache Menge an Gewicht. Wie viel Mal schwerer ist er denn geworden? Größer ist die Zelle geworden? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Klasse, prima. Und das ist es nämlich. Und die Säuglingszelle ist genauso groß. Schön, nicht? Und die Säuglingszelle ist genauso groß wie die eines Erwachsenen. Ja. Ja? Und die von der Maus ist genauso groß und die vom Elefanten ist genauso groß. Das heißt also, es muss doch eine Bedeutung haben. Ja, warum sind die denn gleich groß? Weil sie hier eine Nische gefunden haben, wo sie am besten leben können. Das ist der Grund. Das heißt, wir sind hier, was man ja so landläufig sagt, mit der Zelle als Baustein des Lebens, aber eigentlich dem tieferen Sinn und der tieferen Begründung auf der Spur, warum das eben genau so ist, wie es ist und warum es bei allen Lebewesen in dieser Form identisch ist, ob Pottwal oder Hummel oder so. Ja. Das ist es halt. Und die haben sich dieses Leben, was wir als Leben erkennen, so müssen wir es ja sagen, was alles Leben ist, können wir gar nicht sagen. Letzten Endes lebt alles, weil alles schwingt. Ja? Aber dieses Leben ist an besondere Vorbedingungen gebunden, zum Beispiel aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff muss es bestehen. Mhm. Dann ist es, wenn diese sich organisiert haben, irgendwie biochemisch, wie man sagt, organisiert haben, dann haben wir das Leben als solches. Wenn Sie jetzt sagen, Bionen und vor allen Dingen die Funktionsweise in der Therapie, was ist da die Antwort auf, also die andere Antwort auf eine Erkrankung, auf irgendein Problem, die andere Antwort im Unterschied zu der medikamentösen Gabe? Was tun Sie anders, was tun die Bionen, was tun diese Produkte anders, als das jetzt beispielsweise ein Medikament täte? Das ist ein Übergang, ein schleichender Übergang. Also nochmal, wir haben eine Zelle, die eine bestimmte Abmessung hat. Ja. Ja? Und diese Abmessung ist angepasst an das kosmische Schwingungssystem. Und
diese Schwingung, wenn wir ein Medikament haben, was diese Schwingung ersetzt, die jetzt ausgefallen ist, nehmen wir mal an, in der Zelle, auch die Zellorganellen haben alle andere Schwingungen, nicht alle kleinere, größere, je nachdem, und die laufen alle synchron, alle kompatibel, sie gehen ineinander auf, miteinander. Sie müssen miteinander schwingen können, weil sie immer durch drei geteilt sind. Es ist relativ einfach, was die Natur sich ausgedacht hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Medikament haben, was diese Schwingung liefert, ja, dann setzt es genau dort an, wo sie uns offensichtlich fehlen. Mhm. Ja, dann ist das Medikament spezifisch darauf geeicht, dass das Medikament noch meistens ein chemisches Produkt ist ganz klar, dass es dann auch noch Schadwellen abgibt, die eben linear laufen, die da nicht reinpassen. Aber insgesamt, ja, das sind die sogenannten Nebenwirkungen, aber insgesamt, die Schwingung wird dann, das Medikament wird dann gut, wenn diese Schwingung erreicht wird. Aber ich habe ja bei einem Medikament mit genau den angesprochenen Nebenwirkungen dann das Problem, dass ich im Zweifelsfalle nicht selten wiederum ein weiteres brauche, was diese dann negativen oder ungewollten Schwingungen wiederum korrigieren muss. So ist es. So ist es. Genau das ist es. Wir müssen jetzt sehen, dass wir davon runterkommen, dass wir eben diese natürlichen Schwingungen nachmachen. Das heißt, wir müssen irgendwas erschaffen, ja, wo wir sie vermitteln können, im Körper vermitteln können. Genau wie das Medikament es vermittelt, müssen wir Systeme bringen, wo wir es auch vermitteln können. Und da es stehende Wellen sind, dass wir immer drin in diesen Wellen sind, ja, können wir das natürlich auch von außen zuführen. Da brauchen wir ja gar nicht erst was zu schlucken. Das heißt also, wir können jetzt versuchen, reine Wellen des Kosmos im biologischen Fenster, wie man das nennt, in dem ganzen Rahmen herzustellen. Und dort, wo sie fehlen im Körper, wird praktisch ein Zwang ausgeübt, da hinein zu schwingen. Aber nur dann, wenn wir das schaffen, auch von außen das stärker als der Kosmos zu bringen. Mhm. Sie wissen, viele Krankheiten heilen auch mit der Zeit. Man sagt, die Zeit heilt oder so. Aber es gibt auch viele, die es nicht tun. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dieses kosmische System erstmal darauf warten, bis das endlich gefunkt hat, können wir auch von außen die Zelle zwingen, da rein zu schwingen. Wir müssen etwas mehr Power geben. Und das ist das, was die PETs tun? Das ist es. Das heißt, ihre erste Aufgabe, ganz zentrale, ist, diese Schwingungen, ich sag mal, quasi zu sammeln, zu konzentrieren, zu intensivieren, zu bündeln und dann eben in Form von Auflagepads dort auf Schmerzpunkte oder auf therapiebedürftige Stellen quasi anzubringen. Genau, genau. Wir können also von außen, ich habe da etwas entwickelt in dieser Geschichte, reiner Zufall vielleicht, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es gelungen, ist in der Welt einzigartig, dass ich ein Schwingungssystem entwickelt habe, womit ich dann bestimmte Teile, und das sind die Quarze, also Quarz und Wasser lassen sich am besten informieren. Wasser nimmt immer weiter Informationen leider auf, auch Schadinformationen, während wir die Quarze von ihren Schadinformationen reinigen und dann unser System reinbringen und das abschirmen, sodass diese Quarze nicht mehr angreifbar sind, weder durch ein Röntgengerät noch sonst irgendetwas. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, diese Quarze von bestimmten Körnungsgrößen und bestimmten Mengen da drin in einer Weise zu informieren, dass sie diese Schwingung abgeben, und zwar das gesamte biologische Spektrum. Und jetzt ist es völlig egal, was uns jetzt an Schwingung da drin fehlt. Ja, es wird immer reingehauen und überschießen kann es nicht. Das heißt also, wir haben keine Nebenwirkung damit. Ich wollte gerade sagen, denn dadurch, dass die Schwingung ja von Anfang an die richtigen sind, gar nicht in Anführungsstrichen, sondern es sind die richtigen, hat man natürlich dann die Nebenschwingungen, die unerwünschten in dem Fall nicht und damit auch keinerlei Nebenwirkungen. So ist es. So ist es. Das ist der Riesenvorteil dabei, dass wir können noch keine Medikamente machen, die das genauso tun, aber das brauchen wir ja auch gar nicht. Denn wir haben ja gesagt, es sind stehende Wellen, wir stehen mittendrin. Ob ich die hier vermitteln lasse durch ein Fett oder hier oder wo ich es auch immer trage, ist es völlig egal. Ich habe die Schwingung im gesamten Körper. Und da stehende Wellen sind, sind sie an jeder Körperstelle zu jeder Zeit gleich messbar. Sie wären auch am Weltraumende gleichzeitig messbar. Mhm, nicht? Weil es die stehende Welle ist, die könnten sie theoretisch auch dort messen. Bevor wir auf diese therapeutischen Möglichkeiten nochmal zu den Längswellen oder zu diesem wissenschaftlichen Ansatz
das ist ein Forschungsgebiet, was ja in der Physik nicht so allgemein, Standard ist. Also man bewegt sich hier in einem ganz weit fortgeschrittenen Bereich der Forschung. Konstantin Meil, einer derjenigen, der auf dem Gebiet gearbeitet hat. Wie ist denn die Resonanz von der wissenschaftlichen Seite, wenn Sie als Wissenschaftler, als Arzt mit einer solchen Thematik umgehen, kriegt man da Akzeptanz oder ist das immer noch ein Kampf gegen die Windmühlen? Das kommt immer darauf an, wie weit die Menschen selbstbewusst und selbstbestimmt sind. Das ist das Wichtige. Ich wollte auch hier erreichen, dass wir eine Selbstbestimmung festigen, dass wir mehr Selbstbestimmung, mit mehr Selbstbestimmung nach Hause gehen. Nicht sagen, der Arzt hat gesagt, ich soll das und das, sondern wissen, was ist denn mit meinem Körper denn los? Ja, ja. Das muss ich wissen. Ich muss diese fundamentalen Dinge wissen. Ja, ich muss ja wissen, dass zum Beispiel, wenn ich eine Nahrung zu mir nehme, ich jedes einzelne Atom wieder ausscheide. Ich habe kein einziges verbraucht. Vielleicht, wenn ich wachse, habe ich natürlich ein bisschen mehr von der Bilanz, dass ich ein bisschen mehr nehme. Aber ich habe ja bis zum Erwachsenenalter tonnenweise gegessen und habe nur ein paar Kilo zugenommen. Anführungsstrichen. Ja, ja. Und auf jeden Fall ist in keinem Verhältnis zu dem. Außerdem nach 4 Jahren ist sowieso jedes Atom wieder draußen. Ob ich es morgen ausscheide oder in einem Jahr ausscheide oder so, es wird nur einfach getauscht. Ja? Es wird keins verbraucht. Also wir leben von der Materie null. Wir leben von reiner Energie. Und jetzt kommt der Meil, den Sie erwähnt haben, der Konstantin Meil, der hat das Ganze durchlaufen müssen, was man immer durchlaufen muss. Erst verlachen, wenn das nichts nützt, wird man bekriegt. Diffamiert, und wenn das nichts nützt, wird irgendwann anerkannt, als ob alles selbstverständlich war. Und das ist vor 2,5 Jahren geschehen. In der Science, in der Wissenschaft sind seine magnetischen Monopole, von denen diese Skalaren ausgehen, sind anerkannt worden. So, da haben wir Nummer 1 schon mal. Jetzt betrachtet man den Mann ganz anders. Sie werden sehen, in ein paar Jahren ist das, der hat auch ein Patent und so weiter. Ich meine, das geht ja nicht ohne weiteres sowas, nicht? Und der andere ist eben die Global Scaling von dem Hartmut Müller, der die in Russland entwickelt hat und dort eben diese Skalarität aufgezeigt hat. Und die ist 83 schon entwickelt worden. 86 ist sie experimentell verifiziert worden und seitdem nimmt das also seinen Werdegang. Ich habe selbst diese Kurse gemacht und ich finde die große Klasse, man kann alles berechnen heute. Ich kann diese ganzen Sachen berechnen. Es ist nichts im Zufall mehr unterlegen. Nicht? Also es ist insofern spannend, dass es immer wieder, und dazu zählen Sie ja mit Ihrer Arbeit genauso, diese querköpfigen Einzelkämpfer sind so die Forschung und die Wissenschaft vorantreiben, die Menschheit auch letztendlich einen nächsten Erkenntnisschritt machen lassen. Und man, wie Sie sagen, man muss das Selbstbewusstsein mitbringen, man muss auch diese Stabilität haben, so okay, man wird angegriffen, man wird angefeindet, aber es ist letztendlich der richtige Weg und führt eben, und damit kommen wir jetzt zu den therapeutischen Möglichkeiten, beispielsweise zu dem, was Sie entwickelt haben. Wie kann ich das einsetzen? Was kann ich konkret damit machen? Es gibt ja die PETs, es gibt Grams, es gibt die Möglichkeit, dass beispielsweise ein ganzer Raum vom Fußboden her mit einer solchen Energie versorgt wird. Vielleicht da ein paar Worte zu. Ja, es ist so, dass wir das Informationsverfahren so gemacht haben, dass wir einen Standard haben. Und der wirkt immer gegen Entzündung, Schwellung, Schmerzen und Wunden. So, und das geht dann alles viel schneller, auch der Schmerz geht schneller weg, wenn Sie eine Beule gehauen haben, Sie tun das Pad drauf zum Beispiel, dann schwillt die gar nicht an, die geht gar nicht zurück und Bluterguss kriegen Sie auch nicht. Und die Schmerz ist auch in einer halben Stunde vielleicht weg. Sie sehen damit, dass es also das ganz viel sehr beschleunigt wird. Ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Wasser reinigen wollen, wir wollen also besseres Wasser kriegen, dass das Wasser sich rechts dreht, rechts gedrehte Milchsäuren auch, alles ist ja Wasser, wir haben ja 70% Wasser im Körper, nicht? Wir greifen ja dort an der Stelle an, dass wir dann auch zum Beispiel die Milchsäuren rechts drehen und so weiter, haben wir PETs, die sind noch ein bisschen verändert in der Information, sodass mehr Gewicht in diese Lage hineingebracht wird. Es geht auf Kosten der Schmerzen und so weiter, weil
weil die Quarze nicht mehr aufnehmen können. Die sind optimal informiert von uns. Mehr geht nicht. Es gehen ja andere Systeme, da bin ich am Entwickeln, es kommt demnächst auch noch wieder was Neues, und so dass man dann durch andere Systeme da drin eine größere Verstärkung hinkriegt. Und es ist so, dass die immer mehr Ärzte auch jetzt dort anpicken, die sind gar nicht mehr so opportunistisch, sind immer diejenigen, die sagen, ich lasse mich doch in Ruhe damit, ich kann mich nicht mehr mit mehr beschäftigen und so weiter. Das gibt es natürlich auch. Aber dieser Fortschritt, den merkt man jetzt. Die Leute, ist ja ganz einfach, wenn sie so ein PET haben, sie brauchen es nur raufzulegen, dann können sie sagen, wirkt es oder wirkt es nicht. Ja. Nee? Ganz einfach. Und wir haben dann noch zum Beispiel unseren besten den besten Chelatbildner, ja, und den besten toxikologischen Ausschwemmer, wenn man das so bezeichnen möchte. Das sind die Zeolite. Die wurden auch schon benutzt bei Tschernobyl, dass sie eben radioaktive Substanzen binden und dann ausscheiden. Und hier kann man allerhand machen. Wir haben, da die Zeolite als Hauptanteil den Quarz drin haben, haben wir diesen Quarz auch informiert. Und jetzt kann man das schlucken und jetzt hat man außerdem, dass es sich in die Matrix begibt und dort wirkt, auch im Darm die Wirkung, zum Beispiel bei Entzündungen des Darmes, Colitis ulcerosa, wer sowas kennt, oder Morbus Crohn, was da gibt, allergische Entzündungen dort und so. Das ist eine ganz tolle Sache. Und da hat man natürlich jetzt zwei Wirkungen, einmal die Giftbindung und gleichzeitig die Ausbringung dieser Wellen, von denen wir die ganze Zeit reden. Bei einem Medikament, was ich nehme, brauche ich ja eine ordentliche Packung, und wenn das dann die gewünschte Wirkung hat, ist die Packung leer. Wie ist es mit der Haltbarkeit oder mit der Verwendbarkeit eines PETs? Also wenn ich da jetzt, ich sag mal, Gelenkschmerzen habe oder so etwas, ich lege da, oder Sie haben die Beule angesprochen, ich lege das auf, ist das dann in Anführungsstriche anschließend leer und ich muss es entsorgen? Oder wie gehe ich mit dem Pad anschließend um? Das ist das Schöne, es bleibt grundsätzlich 100%, ob Sie es tragen oder nicht tragen. Es bleibt 100%. Sie kriegen es weder mit Röntgenstrahlen oder sonst was weg, auch nicht mit Ihren Körperstrahlen, den negativen, die ja dort entstanden sind, sonst hätte man den Schmerz ja nicht. Ja, aber das ist völlig egal. Das Pad bleibt einfach, wie es ist, gibt permanent diese Strahlung ab oder leitet sie weiter. Ja, es gibt kein, Sie können es vererben. Ja, solange das PET hält, können Sie es vererben. Okay. Das heißt also, es geht diese Information nicht raus. Geht nicht raus. Sie können mit dem Flieger fliegen, ja, und das ins Ausland. Nein, mir ging es jetzt eigentlich um genau diesen Hintergrund, dass es eben nicht wie bei einem klassischen Medikament eine Einmalgabe ist, dann anschließend ist das Medikament, ob es jetzt gewirkt hat oder nebengewirkt hat oder völlig überflüssig war oder nur schädlich war, sei mal dahingestellt, ist dann weg, sondern wenn ich das dann anschließend in die Schublade lege und habe mich dann 3 Tage später zwar keine Beule mehr, aber das Knie angehauen, dann kann ich es genau da wieder verwenden und einen Monat später kann ich es auch wieder verwenden. Genau. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension eines Heilmittels, als wenn ich mir quasi jeden zweiten Tag in der Apotheke was Neues kaufen muss. So ist es. Genau das ist es. Und das ist eben der Riesenunterschied. Einmal, wie gesagt, ich habe ständige Anwendung, während ein Medikament eine Undulation hat. Ja. So, wenn ich es nehme, steigt es wieder an, dann fällt es wieder und so weiter. Hier habe ich permanent den gleichen Spiegel. Egal, was passiert. Auch wenn Sie auf dem geopathologischen Punkt sind. Ja, wo Leute nicht schlafen können und so weiter. Das ist völlig egal, es interessiert das PET gar nicht. Es wird alles gelöscht. Ich kann mit dem PET übrigens Sender löschen. Das heißt, die Skalarwellen. Sie kennen diese Regel vielleicht noch aus der Physik. Elektrische Felder, magnetische Felder, 90 Grad dazu. Und 90 Grad zu beiden steht die Skalarwelle. Und diese Skalarwelle wird von Sendern nämlich künstlich erzeugt. Und deswegen haben wir die hohen Sensibilitätsraten. Deswegen haben wir die Krebszunahme und die Herzinfarktzunahme und so weiter. Ich könnte jede Menge aufzählen. Es gibt ja hunderte Studien darüber bereits, die also ganz klar die Sache belegen. Ich könnte jetzt zum Beispiel, weil diese Skalarwellen, die haben nämlich eine Besonderheit. Sie suchen sich Attraktoren. Das heißt also, nach Meil wird die Welle nicht als Welle ausgeschieden, sondern erstmal emittiert, sie wird als Wirbel rausgegeben und dann rollt sie sich auf. So, und jetzt, während sie sich da aufrollt, da sucht sie einen Attraktor, dann kommt sie von dieser Regel ab und kann durchaus so laufen oder so oder so. Das heißt also, die Welle macht nichts weiter, als dass sie sich einen
einen Ort sucht, mit dem sie schwingen kann oder von dem sie vernichtet wird, besser, wie ein Selbstmord. Ja. Das heißt also, wenn ich ein Pad an einen Sender, unten irgendwo einen Sender bringe, ja, dann hat der Senderbereich dort, dieser Winkel, den er dort hat, in dem Bereich werden die Leute nicht mehr kontaminiert damit. Ist ganz einfach. Das heißt, wir haben hier, und das hatten Sie ganz am Anfang angesprochen, das vielleicht als Abschluss, auch etwas, mit dem ich im Bereich Elektrosmog operieren kann. Das ist es eben. Also wir haben jetzt ein besonderes Pad gemacht, wo wir was wieder die Information ein bisschen umgestellt haben, dass es 100% auf diesen Elektrosmog geht. Wir haben in der Comet auch in der Zeitschrift veröffentlicht, wie wir das machen und dann anhand des Blutbildes bewiesen, dass es 100% funktioniert. Sie können also jetzt ein Pad in die Tasche tun oder wir haben jetzt auch Armreifen für die Standardgröße in Tasche tun und dann können Sie damit telefonieren und Ihr Blut bleibt absolut klar. Das heißt keine Geldrollenbildung, das können Sie ganz klar im Dunkelfeld erkennen. Schönes Schlusswort. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön für diesen Kurzinfo in Sachen Physik und Medizin und wieder mal ein Beispiel, wie man mit spannenden und ich sag mal, nicht allgemein akzeptierten wissenschaftlichen Forschungsansätzen etwas Vernünftiges und Hilfreiches für die Menschen erreichen kann. Viel Erfolg weiterhin und ganz herzliches Dankeschön. Dankeschön und Ihnen danke für die Einladung, Herr Vogt. www.bion-pet.eu ist die Internetadresse, wo es weitere Informationen, auch die Vielfalt der unterschiedlichen sowohl Anwendungsbeispiele als auch die Produkte gibt. Einfach drauf gucken und sich dann, wie gesagt, ein nicht wegwerfbares Dauermedikament auf die Art und Weise holen, mit dem man Kosten sparen kann, der Gesundheit etwas Gutes tun kann und gleichzeitig der pharmazeutischen Industrie ein Schnäppchen schlagen kann. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament.